Mavic Mini und Mini 2 gleich und doch nicht gleich. Aber welche Drohne ist jetzt für dich die richtige Drohne? Die Antwort darauf und welche Drohne wo ihre Vorteile hat, all das erfährst du wie immer nach dem Intro. Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen bei Just Schmidt. Wenn du mehr über Foto, Video und Drohnentechnik erfahren möchtest, ja, dann wäre es jetzt die beste Zeit, diesen Kanal zu abonnieren. Aber kommen wir zum Thema des Tages. Seit dem 5. November 2020 hat die Mavic Mini mit der Mini 2 eine Nachfolgerin bekommen. Und seitdem ist halt die Gretchenfrage, Mini 2 oder doch lieber die Mavic Mini. Bleiben oder upgraden? Ich habe ja bereits schon einen ausführlichen Vergleich der beiden Geschwister gemacht. So, ich glaube, in ein paar Videos habe ich das aufgeteilt. Und wenn dich dieser super detaillierte Vergleich interessieren sollte, solltest du dir diese Videos mal anschauen. Ich verlinke das auch unten in dieser Beschreibungsbox nochmal. Aber heute bekommst du meine perfekte Entscheidungshilfe, die sogenannten Killer-Argumente für die eine oder andere Drohne. Und wie sollte das Ganze anderes sein? Super kompakt. Also fangen wir mal mit dem wichtigsten Kriterium an, dem Kriterium für die meisten sagen, das eine oder das andere, das ist nämlich der Preis. Der aktuelle Neupreis, da liegen beide nicht so weit auseinander. Knapp 60 Euro bzw. 130 Euro bei der Fly More Version ist die Mavic Mini günstiger als die Mini 2. Klar ist es jetzt zwar Geld, aber auch nicht so viel. Beim Neupreis würde ich ganz klar sagen Mini 2. Gravierend finde ich den Preisunterschied auf dem Gebrauchtmarktsektor, weil die Mini 2 so viel besser ist oder klingt, besser gesagt klingt, ist der Gebrauchtmarkt quasi explodiert und du bekommst eine Mavic Mini schon oft für unter 250 Euro. Und wenn das deine erste Drohne sein sollte, also die erste richtige Drohne, gibt es meines Erachtens nichts Vergleichbares für den Preis. Möchtest du 4K Videos und oder RAW fotografieren, dann ist die Mini 2 Pflicht. Sie ist übrigens auch um einiges leiser als die Mavic Mini. Dabei ist die Mavic Mini jetzt nicht super laut oder so. Ist für dich allerdings Active Track und Follow Me wichtig, dann kommt schnell die Mavic Mini wieder zurück ins Spiel, denn über die Zusatz-App Litchi, Klammer auf, kostet 25 Euro, kannst du solche Kunststücke mit ihr machen. Sicherlich werden Fremd-Apps die Mini 2 auch demnächst unterstützen, aber aktuell wird halt nur die Mavic Mini, die ältere Schwester, unterstützt. Der Fairness halber muss ich aber sagen, dass Carry Fresh, also diese Versicherung von DJI, bei Flügen und Unfällen beim Einsatz von Fremd-Apps nicht greift. Also wenn du mit wenn du quasi einen Unfall baust mit Litchi, also du fliegst und hast Litchi im Einsatz, ja, dann es endet, ne? Und DJI, ja, kann es rausfinden und das ganz, ganz schnell. Und schnell ist auch wirklich der gute Übergang, denn die Mini 2 ist sowohl etwas windstabiler als auch knapp 10 km/h schneller. Die Mavic Mini schafft immerhin ja auch stolze 46,8 km/h und die Mavic, nein, doch, die Mavic Mini schafft 46,8 km/h und die Mini 2 dann halt gute 55, während die Flugzeit nahezu identisch ist. Das Live-Bild der Mini 2 ist übrigens etwas klarer, was sicherlich nicht zuletzt an der eingesetzten Verbindungsart liegt. Die Mini 2 nutzt nämlich das sagenumwobene OcuSync 2.0, während die Mavic Mini auf klassisches Wi-Fi setzt, also dieses WLAN. Und damit könnte die Mini 2 satte 6 Kilometer weit fliegen, was in der Realität eher so, ja, ich denke so 2,5 Kilometer, also 2500 Meter sind und damit locker das Zehnfache der erlaubten Distanz, denn beide Drohnen oder überhaupt Drohnen dürfen ab dem 01.01.2021 ja nur noch auf Sichtweite geflogen werden und da ist selbst mit dem besten Auge der Welt, denke ich mal, nach 250 Metern Schluss. Und bevor jetzt gleich mit dem Vergleich Schluss ist, kommen wir nochmal kurz zum Äußeren. Denn da setzt die Mini 2 auf USB-C, während die Mavic Mini den klassischen Micro-USB hat. Genau. Ich persönlich lade weder die Akkus in der Drohne, noch benutze ich den Anschluss für irgendwas. Die Bilder kopiere ich auch nicht mit dem Quick-Transfer der Mini 2, sondern ganz klassisch mit Karte aus der Drohne raus, in ein Lesegerät einstecken und entweder in den PC oder aufs Handy. Ja,
Und den Quicktransfer nutze ich nicht, da sie mir zu heiß wird, denn durch die fehlende Kühlung habe ich Angst, dass sie mir überhitzt. Wird vielleicht nicht passieren, ne? Aber könnte passieren. Der Controller, der neue Controller, liegt richtig, richtig gut in der Hand, ist aber klobiger und etwas schwerer. Du kannst die Controller hier auch nicht gegeneinander tauschen, das funktioniert alles nicht. Ja, und es ist schon ganz klar, dass ich hier nicht auf alle Punkte eingehe, so Detailpunkte wie Belichtungsreihe, Panoramafunktion, aber die Killergründe für die ein oder andere Mini habe ich dir ja jetzt an die Hand gegeben. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn das Video dir nicht gefallen hat, hinterlass mir zwei Likes. Ein Abo wäre wirklich toll und würde mir und dem Kanal echt helfen. Welche ist denn deine Lieblingsdrohne? Die Mavic Mini oder die Mini 2? Was ist denn für dich ausschlaggebend für die ein oder andere Drohne? Was hast du denn hier bei der Mavic Mini vermisst? Oder sagst du, yay, das ist immer noch mega gut und die lieblingsbeste Drohne? Oder sagst du, ja, 4K ist das ein und alles. Ich persönlich nehme dieses Video hier zum Beispiel auch in 1080p auf. Das ist weit unter 4K. Es ist keine 2,7K. Und bei 2,7K haben übrigens beide identische Auflösung von knapp 40 Mbit pro Sekunde. Also, in dem Sinne, stay tuned!